Hallo und herzlich willkommen zu Just Bring It, der Nerd-Podcast. Anderthalb Wochen nach dem Shortcut to the Top wollen wir mal einen Blick auf den diesjährigen Gewinner legen. Für alle, die Shortcut noch nicht gesehen haben, kommt es jetzt zu Spoilern. Und zwar hat in diesem Jahr das Shortcut to the Top Timothy Thatcher gewonnen, als Platz 30 am Match teilgenommen und für die letzten Eliminierungen gesorgt. Was kann man zu Timothy Thatcher allgemein sagen? Hier ein paar Grundinformationen. Der gute Timothy Thatcher stammt aus Sacramento in Kalifornien, ist mittlerweile 36 Jahre alt und schon seit 13 Jahren im Ring aktiv. Sein Stil eher als Techniker eingeordnet und so seine typischen Aktionen, die er immer im Ring ausführt, sind Moves wie der European Uppercut, Fujiwara Armbar und weiteres, was er so mitbringt. Timothy Thatcher ist nun in verschiedenen Rollen angetreten. Er ist sowohl als Singles Wrestler als auch als Teil von Tag Teams und Stables aktiv gewesen. Bei den Stables und Tag Teams mal hervorgehoben, so ein paar Bekannte, an denen er teilgenommen hat. Er hat mit Walter zusammen im Team Ringkampf als Tag Team gekämpft. Zu Ringkampf, was gleichzeitig auch ein Stable ist, gehören natürlich auch noch Axel Dieter Junior, damals noch Axel Tischer, Christian Michael Nakobi und neuerdings seit dem 16 Karat Gold 2019 auch Veit Müller. Zu den Tag Team Stables kann man noch ergänzen. In England ist Timothy Thatcher Mitglied vom Stable Schadenfreude. Zusammen mit anderen Teilnehmern wie Chris Brooks, Jonathan Gresham, Kid Lykos, Aussie Open und Lucky Kid. Und Thatcher ist auch schon gemeinsam mit Chris Brooks im Team unter dem Namen Calamari Thatch Kings angetreten. In seiner Karriere ist Thatcher gegen verschiedene Gegner angetreten. Seine häufigsten Gegner waren hierbei einmal Bad Bones John Klinger mit 22 Kämpfen gegen diesen. Auf zweiten Platz schon relativ überraschend Lucky Kid mit 20 Kämpfen. Und auf Platz 3 Adam Thornstow mit weiteren 20 Kämpfen. Also dafür, dass Lucky Kid noch gar nicht so lange aktiv ist, hat er schon sehr oft gegen Timothy Thatcher gerungen. Am häufigsten im Team gearbeitet hat Thatcher natürlich mit Walter, 77 Kämpfe. Danach mit Drake Frost, 11 Kämpfe und zuletzt mit Chris Brooks. Insgesamt hat Timothy Thatcher in seiner bisherigen Karriere ca. 570 Matches bestritten. Davon hat er im Durchschnitt 51% als Sieger verlassen und davon im Jahr 2011 sogar 81% als Sieger verlassen. Sein allererstes Match bestritt er für Supreme Pro Wrestling und musste sich dort Drake Smith geschlagen gehen im Jahr 2015. Mit diversen Matches hat er es in den Matchguide von Cage Match geschafft, insgesamt 62 Einträge. Seine besten Matches weltweit sind dabei 2018 im Battle of Los Angeles von PWG, das Match gemeinsam mit Walter gegen Ilja Dragunov in Shingo Takagi. Das zweitbeste Match ist 2017 bei der WXW World Tag Team League, das Finale gemeinsam mit Walter gegen David Saw und Jörg Simmons. Und sein bestes Match 2018 bei Progress Wrestling, Chapter 62 gegen Walter. Auch aus seiner Zeit bei der WXW haben es mehrere Matches in den Cage Match Match Guide geschafft. Das drittbeste Match dabei ist von 2018 von der Show WXW Fan. Und zwar das Match von Timothy Thatcher gemeinsam mit Walter gegen David Starr und Ilja Dragunov. Das am zweitbesten bewertete Match ist aus dem Jahr 2017 von der Road to 16 Carat, wo Thatcher gemeinsam mit Axel Dieter Junior damals noch und Walter angetreten ist gegen Absolute Andy, Jörn Simmons und Mario Salani. Und zu guter Letzt Platz 1 der WXW Matches im Cage Match Match Guide 2017 WXW World Tag Team League Finale. Timothy Thatcher gemeinsam mit Walter gegen David Starr und Jörn Simmons. Innerhalb seiner Karriere hat Timothy Thatcher auch mehrere Turniersiege errungen. Das Ganze begann 2014, als er bei Evolve die Style Battle 2014 gewinnen konnte und zwar im direkten Vergleich gegen Biff Busek. Danach folgte 2016 bei der WXW die Road to 16 Karat Gold League, welche er im Finale gegen Tyler Bate gewinnen konnte. Natürlich auch hier zu erwähnen 2017 der Sieg in der World Tag Team League von der WXW, im Finale gegen David Starr und Jörn Simmons an der Seite von Walter. 2018 hat er das Ambition 9 gewonnen, was im Rahmen des Karat 2018 stattgefunden hat, im Finale gegen Mike Bailey. Und natürlich ganz frisch 2019 das Shortcut to the Top
bei dem er zuletzt Walter eliminierte. Vereinzelte Titel hat er auch errungen, wir werden hier nur zwei als Beispiel nennen. Er war über eine sehr lange Zeit von 2015 bis 2017 Evolve Champion. Er hat gute 2 Jahre den Titel gehalten und war von 2017 bis 2018 WXW World Tag Team Champion gemeinsam mit Walter durch den Sieg beim World Tag Team League Finale. Werfen wir einmal allgemein einen Blick auf die Karriere von Timothy Thatcher innerhalb der WXW, um mal einen Überblick zu haben, wie er dort angekommen ist, was er alles schon bestritten hat und wie sich seine Entwicklung dort darstellt. 2013 ist Thatcher das erste Mal der WXW aufgetaucht, und zwar ist er bei Back to the Roots gegen Axel Dieter Junior angetreten und musste sich diesem auch geschlagen geben. Das war sein erstes Match, danach hat er eine Zeit lang wieder pausiert bei der WXW und kehrte dann 2015 wieder zurück und war dann ein regelmäßiges Mitglied der WXW und hat auch 2015 schon das erste Mal am 16 Karat Gold teilgenommen. 2016 hat er sich dann dem Team Ringkampf angeschlossen, weil er mit dessen Aussagen, dessen Orientierung im Ring sehr übereinstimmte und sich sehr verbunden fühlte. Im März 2017 nahm er das erste Mal am Ambition teil und konnte dort bis ins Finale vorrücken, musste sich dort aber Matt Riddle geschlagen geben. Im Oktober des gleichen Jahres gewann er entsprechend gemeinsam mit Walter, wie schon mehrfach erwähnt, das World Tag Team League Finale gegen David Starr und Jürgen Simmons und konnte sich danach das erste Mal WXW World Tag Team Champion nennen. Im Jahr 2018, um genau zu sein im Januar, konnte er sich an der Seite von Walter und Monster Consulting in der Käfigschlacht durchsetzen. Im März des gleichen Jahres gewann er, wie bereits erwähnt, das Ambition 9 im Finale gegen Mike Bailey und verlor leider den Tag-Team-Titel gegen Rice, also gegen die Neugruppierung von Rice in Form von Damek und Bad Bones während des Karat-Wochenendes. Im Dezember des gleichen Jahres. Im Dezember des Jahres hat er an der Seite von Walter und Axel Dieter Junior ein großes Match bei der Anniversary Show bestritten, und zwar gegen British Strong Style. Dieses Match konnten die drei für sich entscheiden. Für mich zählt es zu den besten Matches des Jahres 2018 bei der WXW. Wie ging es im aktuellen Jahr für Timothy Thatcher bei der WXW weiter? Im März dieses Jahres, bevor es zum Karat kam, sagte er sich vom Ringkampf frei, da er mit den Entscheidungen, die sowohl Walter als auch Axel Dieter Junior getroffen haben, also zum Wrestling-Marktführer zu gehen und primär an sich selbst zu denken, nicht mehr übereinstimmen konnte und somit nicht mehr unter dieser Fahne antreten wollte. Im Karat haben viele auf ihn gesetzt, unter anderem ich auch. Allerdings kam es am ersten Tag zur großen Überraschung und der schied direkt gegen Lucky Kid aus. An einem weiteren Abend des Karats war er bei der Aufnahme von Veit Müller ins Team Ringkampf mit dabei und gratulierte diesem auch. Das heißt, die Verbindung zwischen diesen beiden wurde weiter dargestellt. Allerdings distanzierte er sich von allen anderen Ringkampfmitgliedern. Und der August dieses Jahres war dann die neue Zeit des Timothy Thatcher. Nachdem er seine Sommerpause eingelegt hatte, kehrte er zum Shortcut to the Top zurück als Überraschungsteilnehmer als Nummer 30 und konnte zum Abschluss Ilja und Walter eliminieren und das Shortcut-Final auch gewinnen. Er zögerte auch nicht lange und forderte direkt im Anschluss sowohl Ilja Dragunov zum Er zögerte nicht lange und forderte direkt im Anschluss den amtierenden Unified Champion, was aktuell noch Bobby Ganz ist, für die Tag League zu einem Unified Championship Match heraus und gab zusätzlich bekannt, dass er bei der Tag League als Mitglied eines Teams teilnehmen wird und an seiner Seite wird hier Veit Müller stehen. Jetzt mal zu meinen eigenen Prognosen. Wie könnte es denn weitergehen oder wie würde ich mir wünschen, dass es mit Timothy Thatcher weitergeht? Als allererstes beim World Tag Team League Festival möchte ich sehen, dass Timothy Thatcher sich den Titel von Bobby Ganz holt. Also den Unified Title von Bobby Ganz holt. Bobby Ganz ist beim Shortcut wieder mehr Richtung Heel gerückt und somit passt es auch sehr gut mit Timothy Thatcher als großen Face gegen Bobby Ganz als Heel. Und dann würde ich es gerne sehen, wenn 2020 beim Karat es zum Aufeinandertreffen kommt zwischen Lucky Kid und Timothy Thatcher, weil die beiden schon zweimal beim Karat aufeinander getroffen sind. Jeder hat einmal gewonnen. Man könnte hier in einem finalen Unified Title Match die beiden nochmal aufeinandertreffen lassen. Und hier würde ich gerne sehen, wie Timothy Thatcher den Titel an Lucky Kid abgeht und dann wieder in seine verdiente Sommerpause geht. Jetzt möchte ich noch final meine eigene Meinung abgeben über Timothy Thatcher.
Sein Auftritt beim Shortcut hat ganz klar gezeigt, dass Timothy Thatcher pures Championship-Material sind. Der Kerl kommt raus und hat direkt so eine Wirkung aufs Publikum und so eine Ausstrahlung, dass man sagen kann, mit diesem kann man als Champion die Liga weiter voranführen. Er hat ein klasse Selling, wenn er einen Schlag oder ähnliches kassiert, sieht es auch danach aus. Und ich mag seinen Wrestling-Stil. Sehr viele klassische Wrestling-Aktionen, sehr stiffe Aktionen, sehr gut durchgeführt. Kein großes, extremes Overacting, soll ich einfach nur zeigen, ich betreibe hier Wrestling. Und das im Stil vom Ting-Ring-Kampf. Wie schon gesagt, ich erwarte mir von Thatcher sehr viel für das kommende Jahr und auch für das nächste Jahr noch. Und ich freue mich auch, ihn weiter und wieder in der WXW zu sehen. Und hoffe, dass auch ihr viel Spaß an ihm haben werdet. Das war's von unserem heutigen Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir hören uns sicherlich bald wieder zum weiteren Personality-Podcast. Wenn ihr zusätzlich zu meinen Podcasts hier noch ein paar Podcasts hören möchtet mit Reviews, Previews zu WXW-Shows und weiteren Themen, an denen ich auch beteiligt bin, dann hört doch bitte mal bei GF der Talk rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und weiterhin viel Spaß beim Wrestling.